Es ist Ende November, eiskalt, der Spielbetrieb bei den Jugendmannschaften ist für dieses Jahr beendet und dennoch toben sich auf dem Vereinsgelände des STV Deutenbach Dutzende Kinder aus. Genau das ist es, was Birger Kraska glücklich macht. Zu sehen, wie bei seinem Herzensverein ordentlich was los ist, die Kinder um die Wette strahlen und dem runden Leder hinterherjagen. Der 59-Jährige hat großen Anteil an dieser Entwicklung beim STV. 8,5 Jahre lang zog er als erster Vorsitzender die Strippen in Deutenbach. In diesem Zeitraum vermittelte Birger Kraska den Vereinsmitgliedern, dass Gewinnen hier nicht an erster Stelle steht. Unser Ziel war immer, für den Verein, für die Menschen hier da zu sein und dass wir eben eine Gemeinschaft sind. Kameradschaft wird bei uns großgeschrieben. Wichtig ist, dass die miteinander fußballen, dass die miteinander spielen, dass die Gaudi haben, sag ich jetzt einmal. Und durch diese ganze Situation entwickeln sich ja auch die Kinder nach. Und das ist das Wichtige. Ja. Klar will Kraska, dass sich die Jungs und Mädels auch fußballerisch weiterentwickeln. Für den Polizisten stehen aber menschliche Werte im Vordergrund. Dazu gehören der Umgang mit Schiedsrichtern, Mit- und Gegenspielern sowie Präventionsveranstaltungen zum Thema Gewalt und Alkohol. Wir sind ja eine große Familie im Sport und da gehört Erziehung mit dazu. Und Erziehung ist auch im Präventionsbereich, dass man den Kindern erklärt, wo sind Gefahren, auf was sollte man achten. Dann der menschliche Umgang miteinander ist auch sehr wichtig und das ist, denke ich, auch ganz gut angenommen. Beim STV Deutenbach ist jeder willkommen, egal ob klein oder groß, stark oder schwach. Der Verein im Raum Nürnberg steht für Vielfalt. Birger Kraska und sein Team setzen sich auch bewusst dafür ein, dass sowohl sozial benachteiligte Kinder als auch Flüchtlinge zum Verein kommen. Wir haben versucht, den Kindern zu vermitteln, dass sie Freude am Sport haben, dass sie aus ihren schwierigen Zeiten, wo sie gehabt haben, dass sie da wegen das gemeinschaftliche Leben, das gemeinsame Leben hier bei uns auch leben können. Deutenbach hat aktuell 12 Jugendmannschaften und 8 Erwachsenenteams. Darunter ist auch eine besonders hohe Zahl an Mädels- und Damengruppen. Die Mädels fühlen sich ja bei uns wohl, sind nicht der Anhang in einem Verein, sondern sie sind integriert, sind voll dabei. Man sieht es zum Beispiel bei uns, wir haben die flotten Mamis, sage ich mal, so nennen sie sich selbst. Das sind Mütter, die Freude am Fußball gefunden haben und sich dann auch hier treffen und zusammen trainieren. Denn er macht eben Spaß, hier dann sich auch selbst am Ball wegen auszutoben. Das macht natürlich auch Kraska Spaß. Viele Jahre kickte er selbst und war als Trainer aktiv. Aufgrund einer Verletzung musste er die Karriere an den Nagel hängen. Fortan blieb mehr Zeit, um im Hintergrund vieles zu managen und zu organisieren. Nach der Arbeit steckte er viele Stunden seiner Zeit in die Vereinsarbeit, so auch während der Pandemie. Sobald es ging, dass man am Platz konnte, haben auch die Trainer, die sind unterstützt worden, dass sie auch darauf gehen konnten, dass sie auch hier trainieren konnten, mit den Kindern Spaß haben konnten, ein wenig austoben, nicht bloß immer zusammensitzen in den vier Wänden, sondern auch rauskommen. Und das ist auch wichtig, dass da dann den Kindern auch der Sport auch wieder als vermittelt wird, wo sie Spaß haben können. Spaß. Immer wieder fällt im Interview dieses Wort. Der sportliche Ehrgeiz soll beim STV Deutenbach hinten angestellt werden. Das hat Birger Kraska allen Mitgliedern durch sein großes ehrenamtliches Engagement über die Jahre hinweg gelernt.